Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Westeros Total War Dunkle Schwingen. Als das Haus Arryn haben wir beim letzten Mal eine epische Ausfallschlacht des Gegners. Ja. Abgefangen. Also, er ist ausgefallen, obwohl er eigentlich vollkommen unterlegen war. Das war dämlich. Ja, jetzt haben wir halt Feldbach erobert. Und das war die letzte Stadt nördlich von Königsmund, die dem Haus Baratheon von Königsmund gehört. Und ja, dann hier ist noch irgendwas. Aber ansonsten hat der jetzt nicht mehr viel. Das Haus Baratheon von Drachenstein etabliert sich richtig krass. Was ich heftig finde, wenn wir letztes Mal so eine blöde Mission bekommen, den Hafen von Königsmund zu blockieren, was ich nicht machen werde, weil wir bekommen dadurch Militäreinheiten, die wir uns ohnehin nicht leisten können aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen. Unseres Hauses. So. Ja, Feldbach ist natürlich eine popelige kleine Ortschaft, wächst aber relativ zügig. Deswegen werden wir die Schlagraumerschließung machen und es anschließend weiter ausbauen, damit es noch weiter wächst. Genauso wie Scheckenwald. Ich möchte, dass das wächst, bitte. Weil ich so schnell wie möglich hier die Kleinstadt haben möchte, damit ich Mauern habe, wo ich auch Leute zur Verteidigung draufstellen kann. So, hier kann ich die... Ach, warte. Ja, wir legen einmal die Leute. Wir haben leider recht viele Verluste gemacht, aber es ist ja egal. Wir können zumindest die Stadtmiliz hier fortbilden, was schon mal sehr gut ist. Und ja, was sind in unseren weiteren Ziele? Wir werden jetzt erstmal so, bis der Winter vorbei ist, in die Defensive gehen. Ich hoffe, er dauert nicht zu lange. Also ich hoffe auch überhaupt, ich hatte den Winter noch nie in diesem Spiel. Deswegen hoffe ich, er geht überhaupt wieder weg, weil wenn nicht, wäre das ganz schön scheiße. Weil wir verdienen dadurch echt richtig wenig Geld. So, was ich dann auch mal machen werde. Wie ihr wollt, mein König. Ich werde hier einen Wachturm errichten. Wache, mein Herr. Wir marschieren, mein König. Um ein bisschen weiter spähen zu können und zu sehen, was hier für Bewegungen in meiner Nähe gemacht werden. Ja, mein König. Das gleiche werde ich hier. Ach, kann ich jetzt nicht mehr machen. Na, mache ich nächste Runde. Ist ja egal. So, der Typ hier läuft zur Mauer hoch. Wie gesagt, die Nachtwache gibt es ja nicht mehr. Die wurde ja von den Wildlingen überrannt. Aber, naja, ich meine, irgendwer muss sich ja jetzt gegen diese anderen da verteidigen. Wollt ihr König werden? Ja! Es ist mir eine Ehre, Herr. Sofort. So, Mulwarf gehört jetzt dem Haus Stark. Das ist schon mal gut. So, Feldbach Schwertmiliz ist fertig. Humphrey Rotfest wurde geboren. Irgendwie sehen diese Kinder alle gleich aus. Rundenbericht. Ja, scheiße ist er, natürlich. Natürlich ist er das. Der Winter ist da. Und er ist nicht toll. So. Konvertierungsbonus, der natürlich weit ferner liefen ist. Ich frage mich, warum dieser Dingens so rüberstrahlt hier. Naja, ist ja egal. Irgendwie kommt mir vor, dass die Musik schon wieder so laut ist. Ich meine, sie ist cool und alles, aber... So, jetzt können wir uns hier zumindest mal einen Wachturm leisten. Dann haben wir auch immer ein Auge auf Götterauge. Ah! Vielleicht kann ich zur Verständigung unserer Völker beitragen. So, der Norden. Stehe zu Diensten. Achso. Das sehen wir diese Runde nicht mehr. Ärgerlich genug. Aber wir machen sehr wenig Gewinn, leider. Unterhaltsfreie Plätze bietet die Mauer einen. Ne, drei. Drei Einheiten. Na dann. Sorry, Speerträger. Ihr müsst weg.
Möwenstadt muss ich unbedingt wieder ins Plus kriegen vom Wachstum her, weil das verliert gerade so krass Leute. Weil das Elendjäger im Winter so ansteigt. Also ich vermute mal, dass es am Winter liegt, weil es war nämlich vorher nicht. So. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Heerführer Rickard. Laurent Caswell. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ja, die Nachtwache ist eigentlich so eine richtige Opferfraktion in diesem Spiel irgendwie. Also würde ich niemals selber spielen, höchstens mal so aus Interesse, aber du wirst ja sowieso von den Wildlingen recht schnell überrannt. Du kannst wahrscheinlich selber als Spieler diese Hilfeanforderungen an die anderen Häuser gar nicht schicken, dass sie dir Geld geben. So, hier wird sich anscheinend Mauer zurückerobert. Ha? Mein Herr, eine Armee unter dem Banner von Stannis Baratheon ist im hohen Norden gelandet und hat die Wildlinge an der Mauer zurückgeschlagen. Bleibt die Frage, was Stannis damit bezweckt und ob wir besorgt sein müssen. Okay, also diese Events, die es im Film gibt, gibt es hier scheinbar auch. Wie kann ich helfen, mein Herr? Aber die schwarze Festung gehört doch gar nicht Stannis, die gehört ja. Aber immerhin. Theo Umba. Aber natürlich. Immerhin hat das Haus Stark die Mauer erobert. Beziehungen verbessert. Haus Frei sehr gut. Naja. Schwertmiliz in Wickenden ausgebildet. Jawohl. Und die Schlagraumerschließung in Feldbach, so wie wir es haben wollten. Bitte hier auch auf Wachstum gehen. Ich möchte, dass die Städte so schnell wie möglich wachsen. Seite vernichtet Wildlinge. Dieses Haus, einst eine legitime Macht, ist nun nur noch eine Erinnerung, die schon bald vergessen sein wird. Auch wenn euer Haus nun ein Hindernis weniger hat bei der Eroberung von Westeros, ändert dies nichts an der Tatsache, dass nicht ihr es wart, die es bezwungen habt, sondern eine andere Macht. Werden eure Ländereien deren nächste Eroberung sein? Na, ich denke mal nicht. So, ja, ist jetzt die Frage. Die Wildlinge sind vernichtet. Wer ist dann da oben? Wem gehört das da? Also es ist ja eine wirklich interessante Frage. So, wir verdienen nach wie vor wieder echt spärlich, also es ist bitter. Wobei mir jetzt so allmählich kommt es mir vor, als ob so ein paar Städte hier wieder so ins Plus schwanken. Das Elend nimmt scheinbar wieder ab. Außer hier in Möwenstadt, da wird es schon echt. Da ist auch Aufruhr, warum auch immer. Heerführer Lester. Ja, Königsmund ist natürlich gut besetzt. Selbstverständlich ist es das, ich meine. Es ist Königsmund. So, Rundenbericht, scheiße natürlich. Schwertmiliz, fertig. Beziehungen verbessert zum Haus Bolton. Das will. So, wie viele Leute können denn hier überhaupt unterhaltsfrei sitzen? 2. Das tun sie auch schon. Mein König? Sehr wohl, mein König. Sofort. Raste hier, so, mein König. Die schwarze Festung wurde von dem Haus Stark wahrscheinlich komplett jetzt besetzt. Den gehört ja auch Mulbarth. Ja, jetzt wird es so ein bisschen so ein Durchgeklicke leider, weil für große militärische Expansionen habe ich gerade einfach nicht das Geld. Jetzt müssen wir die anderen mal so ein bisschen ziehen lassen. Ja, mein Herr. Sehr wohl, ja, Schattenturm mein gehört auch dem Haus Stark. Ja, es ist immer eine Freude mit euch. Leider können wir das nicht akzeptieren. Gut. Wir haben Gemeinsamkeiten gefunden. War das alles? Dann lebt wohl. Wenn ich könnte, würde ich, mein König. Dann darfst du wieder in den Süden laufen.
Raste hier, mein König. Ja? Ach ja, ihn. Ich bewege mich leise vorwärts. Habe ich ja auch noch. Ach schau, jetzt haben die das eingenommen. Ja, damit bleibt im Haus Baratheon von Königsmund nur noch Königsmund. Sonst haben sie nichts mehr, oder? Ich begebe mich in Position. Ein bisschen so spionieren. Bis morgen früh, mein Herr. Das Bronzetor, ob sie das wirklich noch haben, bleibt abzuwarten. Mein König! Ja, mein König. Stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Ich will eigentlich da ehrlicherweise jemanden drin sitzen haben von meinen Leuten. Ich habe eh überall so... so überschüssig viel Generäle. Wobei, nee, habe ich eigentlich gar nicht mehr, gell? Der Lynn Corporating könnte ich auch mal darunter schicken. Wir marschieren morgen weiter. Ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Alter. Nordische Krieger. Ja, ich könnte hier schon recht gute Söldner. Einer von euch hätte mir den Tipp gegeben, Söldner doch zu rekrutieren, aber... ehrlicherweise nö. So, sehr schön. Die sitzen da schön unterhaltsfrei drinnen, verteidigen aber dennoch die Stadt. Ein ehrloser Sieg schmeckt schal, nicht wahr? So, hier wird gebaut, hier wird gebaut. Zur Ortschaft sicherlich nicht. Das lässt sich nämlich nicht so gut verteidigen. So, Möwenstadt, kann ich hier irgendwas bauen, um die... um diese, ja, dieses Elend da aufzuhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, Bewässerung kostet nämlich 12.000 bzw. 11.400 Drachmen. Nee, Ehrenhalle lohnt sich nicht wirklich, ein Rekrutierungsbüro lohnt sich da hinten auch nicht. Nee. Schützen aus Langbogenhall, das ist diese, das sind die Sherwood Forest Schützen aus... aus Dingens, aber die sind da auch, die sind zu teuer. Aber die sind halt gut, ne? Also wir haben ja hier so unsere besonderen Einheiten. Langbogenhall wächst wenigstens auch noch. Kaltwasser wächst nicht, Herzheim schrumpft auch krass ein. Fischereien. Versorgen die Bevölkerung mit Fisch und ergänzen so das Nahrungsangebot. Ich würde mal sagen, Bevölkerungswachstum. Heeresstelle. Ja. Bringt fast gar nichts. Ein Rüsthof. Einmal mehr Speerträger kann ich dann ausbilden. Wow. Und dafür 18.500... Drachmen ausgeben. Nein, 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 ich würde sagen nein. Aber nein, sicherlich nicht. Schauen wir lieber mal, was der Rest so treibt hier. Sonst bleibt uns ja eh nicht übrig. Aha! Ah, nee. Alles bereit für einen Hinterhalt. Ein Kandidat zur Adoption, der ist zwar gut, aber nee, ich brauche gerade keine Leute. Rundenbericht, schlecht wie eh und je leider. Es ist mir eine Ehre, mein König. Natürlich. So, du baust hier bitte auch mal. Halten hier Wache, mein Wachturm, Herr. Ich will voller Stolz, Blick auf Königsmund haben. Stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. Wir werden niemals aufgeben. Ja. So. Lasse die Truppen ausruhen. Der Lynn Corbray. Wo ist der andere? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir marschieren, mein König! Übernachte hier, mein König! Ja gut. Königsmund muss mit einer fetten Armee belagert werden, weil ansonsten... glaube ich, können wir das richtig schön knicken.
Und da sitzt der Fullstack, der da drin sitzt, wird sich auch nicht rausbewegen. Nur weil wir Königsmund erobert haben, heißt es ja noch lange nicht, dass wir das auch halten können. Doch, das Bronzetor gehört noch dem Haus Baratheon von Königsmund. Der Überraschung. Das schaffen sie komischerweise zu halten. Naja, schauen wir mal, wie lange noch. Lalala, ich troll euch zu Tode. Ich respektiere nur Stärke. Und die fehlt euch. Ohne Justin Riker. Mein König, ich bewege mich leise vorwärts. Sehr gerne. Holz. Heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Herr. Ich und mein Holz. Ja, ich wüsste ganz gerne mal, was hier hinten so ist. So, in Scheckenwald ist die Farmgemeinschaft fertig. Das finde ich ausgezeichnet. Aber es wächst leider immer noch nicht. Was könnten wir noch für das Wachstum tun? Ein Bordell. Naja, da können wir erstmal nichts tun. Okay. Es ist mir eine Ehre, mein So, ein Antlass sitzt momentan, genau, sitzt kein General drin. Wie ihr wollt, da darf nämlich mal der Gerald Grafton rein. Er ist zwar der Lord von Möwenstadt. Natürlich. Aber in Möwenstadt brauchen wir ihn nämlich gerade nicht. Da haben wir ja einen Peter Baelish. Wie lautet euer Befehl? So, und Lynn Corbray schicken wir da auch mal runter. Bewegung! Der darf dann rüberlatschen. Wir marschieren morgen weiter. Nach Kränennest und da für Ordnung sorgen. In Schreckbau, glaube ich, müssen wir niemanden rein rekrutieren. Wir könnten. Wächst jetzt auch wieder, das ist sehr gut. Ob wir es weiter wachsen lassen sollten. Hier bei Möwenstadt müssen wir mal was gegen dieses fette Minus da tun. Ich könnte Steuersatz senken, aber er ist immer noch bei minus 1. Boah. Das ist schon heavy. Und 11.400 Drachmen zusammensparen. Können wir bei Eisenreich, da haben wir nur minus 0,5. Da steht gar nichts mehr jetzt. Hä? Aber ich dachte Mühlen. Also egal, bauen wir eine Mühle. Ich dachte, Mühlen erhöhen das Bevölkerungswachstum. Aber scheinbar bringen die Mühlen im Winter wohl nichts, hä? Huh? Nee. Keine Ahnung. Im Winter scheint alles irgendwie scheiße zu sein. Aber gut, das ist ja meistens so. Lord von Langbogenhall, Simon Tempelheim. Es bringt jetzt gar nichts mehr. Wie ist es mit dem Lager? Steht es auch nicht mehr dort, dass das Bevölkerungswachstum bringt. Ja, es bringt natürlich nicht, solange der Winter ist, schätze ich mal. Da verschwinden die Effekte von diesen ganzen Gebäuden, weil deswegen haben wir ja auch überall Minus. Da werden einfach mal die Effekte entfernt. Das ist ja mal richtig mies. So ein Scheiß. Grasfeld. So, belagern die da oben jetzt bald mal Königsmund. Ein Kandidat zur Adoption. Kyle Grafton. Ein Belagerungsexperte. Ne, danke. Sandor Harding. Wurde blockiert. Ja, dann
Aber natürlich, mein Herr. Setze deinen Weg fort. Setze die Reise morgen fort, mein König. So, in Feldbach die Farmgemeinschaft. Exzellent. Wachse, Feldbach, wachse. Wenn du bald 4000 Einwohner hast, damit ich dich zur Kleinstadt ausbauen kann. Schwertmiliz kann ich dann ausbilden. Na, irgendwie bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Hier müssen wir auch bald mal... Bleibt denn der Lynn Corbray? Da, ja. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Lynn Corbray. Marschiert los! Bewegung! Lager aufschlagen! Schicken wir ein bisschen durch die Gegend. Ja, aber liebe Freunde, wir sind mit diesem Part schon wieder am Ende. Ja, ich hoffe dann sehr, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wohl hier den Showdown von Königsmund gibt und es wieder heißt Let's Play Westeros Total War Dunkle Schwingen. Freue mich auf euch. Ciao, macht's gut, Freunde.